Hallo und herzlich willkommen bei Gadget Links. Wir schauen uns heute dieses Case an, das Classic Case C1 von Spigen für das iPhone 15 Pro Max. Das Classic Case C1 ist etwas Besonderes, ihr seht es schon am Design. Hier orientiert sich Spigen am Design der alten iMac G1 von 1998. Die hatten damals ein transparentes Computergehäuse. Und das hier sieht auch transparent aus. Wobei wirklich transparent eigentlich nur der kleine Bereich hier in der Mitte ist, der später über dem Apple-Logo am Gerät sitzt. Der Rest verschafft euch eine sehr schöne Illusion eines transparenten Handys. Mit Bauteilen, die ihr anscheinend sehen könnt. Aber es ist wie gesagt eine Illusion und es sind auch nicht die wirklichen Bauteile, die im iPhone 15 Pro Max stecken. Wer von euch schon mal ein Teardown vom iPhone 15 Pro Max gesehen hat, weiß, dass das Gerät im Inneren nicht so aussieht wie hier drauf. Aber das ist kein Problem, denn es geht hier eher ums Design und nicht um eine echte Nachbildung des iPhone Innenlebens. Und das Design erreicht Spigen dadurch, dass dieses Case aus zwei Teilen besteht. Der untere Teil besteht aus flexiblem CPU. Im Inneren habt ihr noch so kleine Schaumstoffpolsterungen für zusätzlichen Schutz. Und an den Ecken habt ihr auch Aircushion-Einbuchtungen, die das Gerät bei Stürzen nochmal extra schützen sollen. Und darüber sitzt so eine härtere Kunststoffschale, die aber eine Soft-Touch-Oberfläche hat. Im unteren Bereich habt ihr hier noch ein separates Teil in hellerem Grau, das könnt ihr abnehmen. Das müsst ihr sogar abnehmen, wenn ihr das Case anbringen wollt. Den oberen Teil könnt ihr theoretisch auch abnehmen, das solltet ihr aber nicht tun, der Hersteller warnt sogar davor. Aber bevor es weitergeht, lege ich das Case jetzt mal an. Das Anbringen des Cases war viel schwerer als gedacht. Ihr müsst das Ding richtig reinpressen. Und das kann ich euch schon mal sagen. Es wird auf jeden Fall ein Problem mit einigen Panzergläsern und Schutzfolien geben. Aber jetzt schaut euch doch mal diese Optik an. Das sieht hammergeil aus. Das Case gibt es in drei Farben. Ich habe hier die graue, weil die perfekt zum titangrauen iPhone passt, meiner Meinung nach. Es gibt aber auch ein leuchtendes Blau oder ein leuchtendes Rot, wenn ihr es noch poppiger haben wollt. Wie gesagt, die Bauteile, die ihr hier scheinbar seht, sind alle fake. Das einzige echte Bauteil ist diese Magnetspule hier in der Mitte. Das ist die, die ihr für MagSafe, für kabelloses Aufladen nutzen könnt. Das Case trägt insgesamt ganz schön auf. Es macht das große iPhone 15 Pro Max also noch wuchtiger. Aber das ist nicht so schlimm, wie es klingt, denn es hat gleichzeitig eine sehr angenehme, rundliche Form und schmiegt sich so ein bisschen in die Hand. Außerdem hat es so eine Soft-Touch-Oberfläche, die sich sehr angenehm anfühlt. Schwierig ist es bei Kleinhänden nur mit den Tasten, das ist dann ein bisschen nervig umzugreifen auf die andere Seite. Da müsst ihr oft auf Zweihandbedienung ausweichen. Grundsätzlich sind die Tasten aber gut verarbeitet, lassen sich gut klicken, haben eine sehr gute Haptik und auch der neue Action-Button vom iPhone 15 Pro Max ist hier schon mit verbaut. Auf der Vorderseite bildet das Case so einen silbernen Rahmen um das Display, was sehr schick aussieht. Außerdem reicht es an allen vier Seiten über das Display hinaus. Das heißt, ihr könnt das Gerät jederzeit mit der Displayseite nach unten auf glatte Oberflächen legen. Die Kameralinsen, die beim iPhone 15 Pro Max sehr weit aus dem Gehäuse ragen, sind hier insgesamt geschützt, weil das Case gerade so einen halben Millimeter höher steht als die Linsen selbst. Aber die Fläche, die freiliegt, ist durch das große Kamera Array wie bei fast allen Cases trotzdem recht groß. Wenn ihr das Gerät mit dem Case auf den Rücken legt, dann kippelt es noch ein bisschen, aber nicht so stark wie ohne Case. Was mir nur so mittelmäßig gefällt, sind hier die Cutouts. Gerade der für den Ladeanschluss ist sehr groß und breit und der Anschluss selbst ist auch nicht ganz mittig darin. Aber das ist hier Meckern auf einem wirklich hohen Niveau. Ganz zum Schluss noch ein Wort zum Wireless Charging. Ich habe leider gerade keinen MagSafe Charger zur Hand, das unterstützt das Case ja, aber normales Wireless Charging funktioniert problemlos, also auch mit diesem Case kein Problem. Insgesamt bin ich vom Classic Case C1 sehr angetan. Das ist eine der schönsten Handyhüllen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und die kostet auch ein bisschen was, mit 36 Euro bei Amazon eine der teureren Hüllen. Aber wenn ich dann im Vergleich sehe, was Apple an First-Party-Zubehör so anbietet und was das kostet,
dann ist das hier auf jeden Fall eine viel bessere Investition für alle, die wollen, dass ihr iPhone 15 Pro Max ein bisschen einen besonderen Touch bekommt. Das Classic Case C1 von Spigen ist ein Case, das erstens gut aussieht und zweitens auch noch wirklich einigen Schutz bietet. Also beide Daumen nach oben.